belong to you. So nimmt das einen Lauf hier mit den Windrädern. Da hätten sie noch die Dreier. Ja. Überlege, wo ich jetzt langfahre. Ob ich hier unten nochmal weiterfahre oder jetzt hier hinten langfahre? Komme ich da hinten wieder runter? Stimmt. Irgendwo wird es wieder runtergehen. Ansonsten muss ich runter. Jetzt schon wisst ihr, hier am Rum schon sind Hörnum, Sylt. Alles so halt, ne? Ich zoome mal dahinter. Ich hab mal gerade auf die Karte geguckt, wo ich hier stehe. Ja, das ist das Sylt da hinten. Oh, da möchte ich auch mal wieder hin. Schön der Leuchtturm da, geil. Fantastisch. Aber Sylt stehen, glaube ich, keine Windräder, ne? Uninteressant. Nee, Quatsch. Da haben wir ja dann, ich glaube, Amrum müsste das sein. Oder haben wir Föhr, haben wir noch, Wickerföhr. Da stehen auch noch Enercon-Anlagen. Jetzt sind hier 70. Ja, hier kann ich mal zeigen, wo ich stehe gerade hier. Klangsbühl vor Klangsbühl quasi. Sieht man das da? Ich hab dann gedacht, ich sehe das jetzt nicht so. Ich halte es einfach mal drauf. Da bin ich kurz vor der dänischen Grenze eigentlich schon, kann man so sagen. Also nicht mehr so weit weg. Ja, wisst ihr Bescheid. Tja, die machen schön Speed hier. Mäh. Ja, alles klar. Also siehst du, da hinten ist der Hindenburgdamm und da fährt gerade der Zug. Siehst du? Da ist er. Da fährt er. Dann geht's nach Sylt rüber. In Sylt war ich echt lange nicht mehr, also da hätte ich mal wieder Bock. Ganz ehrlich, am besten auch mit einem Camper, dass man da auch sich frei bewegen kann, weil Sylt ist ja doch ein bisschen größer, ne? Mit dem Fahrrad wäre es halt ein bisschen, ja, gut, mit dem E-Bike geht es ja noch. Also mit einem Camper da rumdüsen, wäre schon cool. Aber wird es bestimmt schwierig mit einem frei rumstehen, schätze ich mal so. Naja, irgendwo finden sie immer mal eine Ecke zum Schlafen, ne? Ihr Schafe, ne? Mäh. Naja. Haben wir die auch mal erreicht hier, die MM82, wer weiß, wie lange sie noch stehen dürfen. Ja. Na, du? Grüß dich, meiner. Aber hier ist nicht viel mit Touris, also das ist ganz gut. Hier hast du echt deine Ruhe. Hier sind wirklich nur Schafe. Nur Schafe und ich. Ich fühle mich als ein Schaf. So, jetzt bin ich ganz hinten angelangt. Hinter den letzten drei Repower. Ja, so sieht's aus dann, ne? Vorne die vier Repower. Die eine dreht sich wieder. Dann die Siemens. Ich meine, ja, von der Höhe her fällt das jetzt nicht so auf, ne? Weil sie eigentlich nicht so hoch sind. Es geht. Muss man gucken in den Action, dann, wenn sie sich drehen, wie es dann so wirkt. Ja, dann die Reihe nach hinten hier mit den Vestas und dann noch die Senvion. Ja. Ja, dann geht es da schon nach Sylt, zum Hindenburgdamm da hinten. Ist quasi die Strecke dann. Sieht man ja. Ach, da kommt der Zug zurück schon. Kann man ihn sehen, ja. Da kommt da der Autozug. Ja. Sylt, Sylt. Ja, ja. Ich überlege immer noch, wann ich letztes Mal da war. Keine Ahnung. Es ist schon eine Weile her. Ah, naja, gut. Irgendwann mal wieder. Ja, da hinten ist ein kleiner Easywind. Ja, jetzt habe ich natürlich voller Wind wie so, ne? Das heißt kämpfen! Bis da vorne hin muss ich wieder zu Gamesa, ja. Naja. Mir schon ein Wunder, warum das so leicht geht alles mit dem Fahrrad hier. Alter, hatte ich ja Rückenwind. Ja, ja. Naja, jetzt habe ich erstmal die erste Repower hier erreicht. Ja. Das wird ein, ja, kleines, feines Video auf dem Fahrrad. Mit Schafe. So, da hinten überkreuzen sich nochmal schön in einer Reihe. Das finde ich immer schön. Ach, ich weiß noch damals. Beim Hindenburgdamm die Strecke nach hinten, wo da so viele, ich glaube über 50 HSW 250 standen. Das war ein geiles Bild, aber da habe ich leider nicht so viele Videos gemacht, da bin ich am Motorrad lang gepisst
Und ja, da sind sie mit drauf, das sieht man sie mal kurz, Videos auch online. Ja, es ist halt eine lange Zeit, war 2002 oder so war das. Über 20 Jahre auch schon mal her, ey. Ist schon irre, wie die Zeit vergeht, ey. Ich kann nur immer wieder sagen, genießt die Zeit. Und wenn ihr Zeit habt, geht raus, genießt die Natur. Macht was aus eurem Leben. Guckt nicht nur drinnen rum, ne? Nicht nur zocken. Weil das ist alles nur ein Spiel. Das ist nicht echt. Früher habe ich auch viel gezockt. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt, man kann ja mal zocken, ne? Aber gerade im Sommer sollte man rausgehen und ja, alles draußen genießen halt so, ne? Das Leben schätzen. Eine Möwe, jawohl. Flieg mir nicht darin, du. Ah, ihr seid ja schlau. Ja, das ist Nordfriesland hier, ne? Wasser, Möwen, Schafe. Gut, Kühe sind jetzt nicht hier, aber Windräder auf jeden Fall. Und die drei Klopper halt, die neuen. Da hat sich die Landschaft wieder verändert hier. Aber es bleibt jetzt bei drei Stück erstmal. Und ja, die nächsten, die repowered werden, werden dann wahrscheinlich die Repower sein. Die MM82. Dann eine kleine Vestas V80 da noch, die da steht. Dann geht es den Senvio und den Kragen da hinten und dann eventuell irgendwann mal den V112ern. Das ist dann krass eigentlich, wenn die dann auch wieder zurückgebohrt werden. Also, boah. Ja, aber die stehen dann auch schon eine Weile, wenn du überlegst. Irre. Junge, die Zeit, die rennt, das ist echt Wahnsinn. Was ist denn so ein Jahr? Nichts. Meine Woche ist auch schon wieder fast vorbei. Morgen ist Freitag, morgen fahre ich auch schon wieder zurück. Aber es war trotzdem echt schön und bleibt in meiner Erinnerung. Es hat gut getan. Ja, mein erster Urlaub dieses Jahr. Also jetzt, dass ich rauskomme, mal wegfahren kann. Hat zwar schon Urlaub, aber bin ich ja zu Hause geblieben. Ne? Ich hatte ja einen Tagesausflug mal gemacht nach Falkenhagen-Gerzhagen. Das Video ist ja schon online. Mit der Eno 152. Ja. Ja, sagen Sie mal, ist das hier noch ein Überbleibsel von einer alten Anlage? Kann das sein? Gut möglich, oder? Ich dachte, vielleicht mal so eine 250er, so eine HSW, das wäre möglich. Ja, das war die kleine Tour hier oben, ne? Mit dem Fahrrad, bis dahinter juckelt und dann einen schönen voller Wind gehabt, so muss das sein. Jetzt kommen wir nochmal vorbei an die Siemens Gamesa. Wie gesagt, mit der Drohne habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, ich bin jetzt nicht so nah ran geflogen, ich halte mich da mal fern, wenn die gerade frisch errichtet wurden. Nur mal ein Stück hier vor zum Agge und hinten bei die Repower da rumgeflogen. Ich meine, die Nahaufnahmen kennt man ja, gibt ja auch genug Aufnahmen davon, ne? Da muss man es halt nicht übertreiben. Spektakulär ist halt nur die Namenhöhe so von den 102,5 Metern. Ja, sieht schon cool aus. Und wie gesagt, es gibt ja noch einen Ticken weniger noch, ich glaube 90 Meter waren es ja, ne? Das ist natürlich richtig crazy, also ja, ich mag das. Gefällt mir gut. Auch mit den roten Streifen, das sieht so geil aus. Da mache ich mal ein Foto. Hat schon was. Ja, ja. So langsam sieht man sie öfters halt, die Anlagen, die Siemens, ne? Die Gamesa hier, die großen, die fetten Dinger. Ja, und in Windpark Elster, da haben sie dann eine Namenhöhe von 165 Meter. Ist ja klar, wir haben ja bei uns nicht so viel Wind wie hier oben, ne? Ja. Bin ich ja echt mal gespannt. 16 Stück, 16 so eine Klopper. Und dann stehen ja dann noch die E82 und die E70, die wirken bestimmt dann winzig gegen diese Teile hier mit ihren riesen Rotordurchmesser. Wahnsinn. Einfach unglaublich. Ne? Tja. Ah, die haben 6,6 Megawatt haben sie, ne? Ja. Ah, UFO hier, Kamera im Start. Grüßt euch. Tja, mit Bewegungsmelder alles da. Ja, früher war Security und jetzt sind halt diese UFOs überall. Ne? Ich meine, die sind jetzt eh fertig errichtet. Ah, es geht doch um den Diebstahl halt auf den Baustellen. Das hat ja extrem zugenommen und ja, da müssen sie halt nachrüsten. Um das alles zu schützen. Kann man ja auch verstehen. Es gibt halt viele böse Menschen, die halt echt, ja, die Welt ist krank, sagen wir mal so.
Allein dieser Schwarm Vögel habe ich heute schon mal gesehen. Das ist so krass. Sieht man das auf der Kamera jetzt irgendwie? Nee, wa? Schade. Hey, jetzt sind sie weiter hinten. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Genau. Guck mal an, die Repower. Ich fahre und die stehen alle still. Ey, was immer für ein Zufall, ne? Ja. Da ist die Türe offen. Könnt ihr mal hingehen, wa? Ah, sieht schon cool aus mit den Vögeln so. Geil. Ich sage, du musst ja so ein kleines Kind haben, so ein Stüppi, der auch eine Meise hat mit Windrädern. So. Ist jetzt nicht böse, jemand mit Meise einfach so verrückt sein, ne? Und dann hast du mal eine Ausrede, kannst du mit dem Stüppi hingehen, kannst sagen, hier, er will mal gucken, kann man das mal machen, so, ne? Ja, wer sagt denn da, nee, ne? Das sind dann höchstens irgendwelche eiskalten Menschen, so. Aber die meisten sagen ja dann, ja, na komm, komm mal her, hier, guck mal, wa? Und in sie willst du ja nur gucken und hast die Knatz voll schon. Ja, ich brauche mal so ein Attrappenkind, also so ein Leihkind. Das wär's doch. Da wäre vieles einfacher wahrscheinlich, ne? Mensch, hätte ich ja fast das Video dann beendet mit diesen falschen, mit dieser falschen Aussage. Das sind Vestas 417 mit 3,45 Megawatt. Gemeinde Friedrich Wilhelm Lübkekog, genau. Namenhöhe 91,5 Meter haben sie. Rote, ja, 117 Meter, 3450 kW, genau. Standardhöhe über Meerspiegel 0 Meter. Mhm, gut. Dann haben wir genau 0 Meter. Krass. Ja, Kreis Nordfriesland ist das hier. Gut, ist das noch geklärt. Ey, mein Gott, ich hab's gesehen. Alles 117er und nicht 112er, wie ich es immer zu gesagt habe. Das muss ich ja wieder im Video schneiden dann. Ah! Dann werden jetzt viele Kommentare kommen. Ey, bist du blöd? Das sind 117er und keine 112er. Guck mal genau hin, Junge. Ja, so ist das halt. Ich war echt fest überzeugt davon, dass es 112er waren. Aber gut. Alles klar. Ich hab's doch gesehen am Adapter. Siehst du das ja immer ganz gut, ne? Da. Naja, gut. Haben wir das auch geklärt. So, gut. Mit diesem Wissen verabschiede ich mich für heute von hier. Viel Spaß mit dem Drohnenvideo. Renni hauen. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints. Thank you.
with me. Down the road, there's sunshine.